Wunderschönen guten Tag, ich bin Tim Sander, bin Schauspieler, Schrägstrich, Synchronsprecher und Dienstleister in der Unterhaltungsbranche. Aber vor allem, ich bin schuldig, ein Narr gewesen zu sein. Einmal im Leben verlor ich beides, mein Herz und meinen Verstand. Dafür habe ich Strafe verdient, ohne Pardon. Wie bist du zum Synchron gekommen? Meine Schwester, die Peggy Sander, die hat es, oder die macht es auch schon ewig. Und es gab einen Termin, den sie hatte. Und sie hatte aber auch die Aufgabe, auf mich aufzupassen, weil ich noch ziemlich klein war. Ich war 5, glaube ich. Und dann hat sie mich mitgenommen. Und damals gab es bei der DEFA in Johannisthal noch für jeden Synchronschauspieler Brötchen. 2 Brötchenhälften. Ich glaube, ich habe dann irgendwie so 8 Stück gegessen aus Langeweile und dann kam eine Aufnahmeleiterin auf mich zu und meinte, wie sieht's denn aus, wollen wir mal ein Probesprechen machen? Ich so, ja, klar, gerne. Und dann haben die mich in ein dunkles Studio geführt und ich habe ein Probesprechen auf einen russischen Puppentrickfilm gemacht, das Tierhaus auf einen kleinen Hasen. Text konnte ich noch nicht lesen, ich war 5. Den haben sie mir immer vorgesagt und mir hat es Spaß gemacht und ich fand das alles relativ lustig und ab da ging es los mit kleineren Rollen und dann später wurde es halt immer mehr, so in der Schulzeit auch. Erinnerst du dich an deine erste größere Synchronrolle? Ich kann mich nicht wirklich erinnern, ich weiß bloß immer, das waren irgendwelche tschechischen Kinderfilme, tschechische oder russische Kinderfilme, irgendwie sowas. Wir mussten ziemlich viel Hurra schreien, davon habe ich auch immer noch ein Trauma. Du hast mit Synchron angefangen, als noch zusammen aufgenommen wurde. Wie war das für dich? Ach, das war schön, weil relativ viele Kinder haben das gemacht. Das war damals in der DDR, konnte eigentlich jeder sich dazu melden. Das war wie so eine Art Sportverein. Und dann wurde man abgeholt mit einem kleinen Bus nach der Schule und wurde dahin gekarrt. Und man hatte eigentlich viel Spaß. Man war zusammen im Studio und hat sehr, sehr viele Lachanfälle bekommen und wir haben dafür aber auch noch ein Training bekommen, wie man sich das Lachen verkneift. Wir haben auch ein bisschen Sprecherziehung bekommen. Also das war eigentlich ziemlich cool. Man hat ziemlich viel gelernt und das war eine gute Zeit und viele Kinder sind nicht dabei geblieben und die, die dabei geblieben sind, die sind eigentlich heute noch dabei. Wie wichtig war es für deine Synchrontätigkeit, dass du die Rolle des Kai Scholl bei GZSZ bekommen hast? Wichtig war das gar nicht. Das war einfach nur die Möglichkeit, mal zu drehen. Das Einzige, was daraus resultierte, war, dass ich halt nicht mehr so viel Synchron gemacht habe, sondern ich war eigentlich da nur am Drehen und war ein paar Jahre raus. Da waren ja noch ein paar Folgesachen. Ich habe dann so ein paar andere Sachen, noch Filme, Serien, pipapo. Und war dann wirklich so 4, 5 Jahre komplett raus vom Synchron. Oder habe immer nur so kleinere Sachen gemacht, ein paar Filme, paar Gastauftritte, pipapo. Und es war dann halt wieder schwer reinzukommen ins Synchron, als dann mit dem Drehen weniger wurde oder man sich auch entschlossen hat, nee, das will ich jetzt alles nicht mehr so machen. Ich würde auch gern wieder mehr Synchron und Hörspiele machen, weil das eigentlich eine ziemlich coole, entspannte Arbeit ist. Musste man da erstmal wieder auf sich aufmerksam machen und Klinken putzen gehen. Und, guck mal, ich bin noch da. Und was bedeutet dir die Rolle des Kai Scholl heute noch? Ja, nicht viel. Also das war auch eine coole Zeit. Man überlegt sich manchmal, was wäre gekommen, hätte ich das nicht gemacht. Aber eigentlich ist es auch Quatsch, darüber nachzudenken, weil man hat es gemacht, fertig. Und das war damals eine gute Erfahrung. Ich war 18 oder 19, als ich damit angefangen habe. Das war gutes Geld. Ich hatte eine WG, ich hatte irgendwie ein WG-Zimmer für 100 Mark Miete im Monat. Und das war natürlich traumhaft. Wie war für dich die Synchronrolle des Haku in Chihiros Reise ins Zauberland? Oh, der war so ziemlich ruhig. Der war so sehr gelassener, in sich gekehrter, ganz ruhiger Typ. Ist ja auch klar, er war ja eigentlich ein Drache, der mehrere hundert Jahre alt war, also ziemlich weise. Ja, das war auch schwer, weil da hat Regie gehabt Axel Malzacher, damals in München, der sehr streng ist. Er weiß genau, was er will und so. Und ich kam direkt von Dreharbeiten, von einem Film in Köln und bin dann nach München gefahren, um diesen Film zu sprechen. Das war wahnsinnig anstrengend, weil es waren so viele Takes, die man nochmal machen musste. Aber es hat sich gelohnt, weil heutzutage schreiben immer noch Leute so, boah, geil, Haku und so. Ja, es war eine super Rolle. Ja. Hast du den Film selber angesehen? Oh ja, mehrere Male, weil ich bin Fan von diesem, ich vergesse immer, wie er heißt. Der hat ja auch das Wandelnde Schloss gemacht und
Prinzessin Mononoke und was ich was alles. Und die finde ich eigentlich ziemlich cool. Das sind sehr gute Animes. Was zeichnete die Rolle des Haku aus? Ja, wie gesagt, ja, er ist halt sehr weise. Ein weiser, alter Geist in einem Körper eines Jungen. Und man musste sich wirklich wahnsinnig zurücknehmen. Ganz gerade sprechen und irgendwie die Weisheit mit Löffeln gefressen haben. Das musste man alles hören. Und das war nicht sehr leicht für mich. Warum war Chihiros Reise ins Zauberland so extrem erfolgreich? Ja, weil die Geschichte super ist. Die Geschichte ist einfach wunderschön, wunderschön erzählt. Es ist gut animiert. Es sind einfach gute Ideen in diesem Film. Also auch die anderen Filme, die dieser Herr, dessen Namen ich jetzt nicht weiß. Wir blenden ihn ein. Blendet ihn ein. Also der hat einfach super Filme gemacht. Und ich glaube, es gibt in diesem Bereich Animation einfach nicht so viel, was in diese Kunstrichtung geht. Du wirst oft für Animationsfilme gebucht. Woran liegt das? Ja, weil ich glaube ich auch eine ganz gute Charge drauf habe mit meiner seltsamen Stimme. Oft wird ja wahnsinnig viel geschrien und man muss wirklich viel chargieren und ich glaube, das habe ich einfach ganz gut drauf. Oder auch so ein bisschen verrückt spielen, das mag ich auch gern. Also gerade so diese ganzen Trickfilmsachen wie, was in die Richtung geht wie Adventure Time oder Ren and Stimpy, was damals lief. So ein bisschen verrückt, was irgendwie ein bisschen später auf Comedy Central läuft oder sowas. Das mag ich eigentlich sehr gerne, weil da kann man sich wirklich komplett ausleben. Und ja. Was verbindest du mit der Synchronrolle des Clumsy Schlumpf? Ach Gott, ja, das war schön, das hat Spaß gemacht. Ist halt ein tollpatschiger Typ und ist ein sehr lustiger Schlumpf. Und das hat wahnsinnig viel Spaß gemacht auch, ja. Du bist auch die Stimme von Rotzbacke Jorgensen. Haben dich Kinder schon mal an deiner Stimme erkannt? Ja, das ist echt, das ist wirklich verrückt. Da ist es mir echt passiert, dass ich irgendwo stehe und es kamen irgendwelche Freunde oder Bekannten mit ihren Kindern zu Besuch und man redet zwei Sätze und die standen da und haben mich von unten so komisch angeguckt. Ich so, alles klar, was ist los? Du bist Rotzbacke. Und so, ach ja, stimmt. Also die checken das sofort, die haben da irgendwie, die hören das alle sofort. Keine Ahnung warum, die sind da sehr aufmerksam und da gab es schon sehr, sehr viele Situationen. Ich musste auch schon irgendwelche Grüße ins Handy sprechen für Verwandte von Freunden, für deren Kinder, zum Zeugnis gratulieren, alles Gute zum Geburtstag sagen. Also die fahren da schon sehr drauf ab. Das ist auch eine der schönsten Rollen, die ich irgendwie in diesem Bereich Animation hatte, weil es ist einfach ein sehr geiler Charakter. Hast du eine Lieblingstrickserie, bei der du mitgesprochen hast? Ja, es gibt Schwein, Ziege, Banane, Grille. Das ist eine Serie, die kennen jetzt nicht viele. Die lief auf Nickelodeon, aber das war einfach der Hammer. Hier, das Schwein direkt tätowieren lassen. Weil dieses Schwein, das war halt eine WG, Schwein, Ziege, Banane, Grille. Die wohnen alle in einem Baumhaus. Das ist so verdammt verrückt. Also man kann es gar nicht beschreiben. Um was es da geht, das sind einfach so kranke Geschichten. Und dieses Schwein, was ich gesprochen hatte, ist einfach, ich sage immer 10% der Lebenseinstellung, wenn man die hat, ist alles gut. Also es ist so ein bisschen wie so ein Homer Simpson für Kinder. Ja, er hat immer so gesprochen und hat über nichts nachgedacht, hat einfach sein Leben gelebt, ist immer nach vorne. Und das war einfach der Wahnsinn. Gerade Anime-Fans gelten als positiv verrückt. Kannst du das bestätigen? Es gab, wie gesagt, es gab wahnsinnig viele Reaktionen auf Haku, was so lange her ist. Aber dieser Film scheint in der Szene irgendwie auch super erfolgreich zu sein und viele Fans zu haben. Und ich weiß aber nur, dass die wahnsinnig krass sind. Also, dass viele sich auch gar nicht rantrauen, da irgendwie Bücher zu schreiben oder Regie zu machen, weil die halt sich so krass auskennen. Die schreiben die dann irgendwie, ja, aber in Buch 1 von der Serie, von dieser Geschichte, die nie verfilmt wurde, da hieß der so und so und der hat eigentlich das gemacht. Also das ist so wie die Trekkies oder so, die auch die Fanfiction schreiben oder Bücher kennen und weiß nicht, Beziehungen zu irgendwelchen Figuren, das kennen die aus dem FF. Und wenn man sich da nicht hundertprozentig auskennt, dann lass die Finger von, Mann. In Breaking Bad hast du Jesses Freund Badger gesprochen. Erzähl mal von den Aufnahmen zur Serie. Ja, mega. Ich wusste erst gar nicht, was es ist. Also mir haben alle immer nur in den Ohren gelegen, so Breaking Bad, das musst du dir mal angucken, super geile Serie. Und bei mir ist es so, wenn mir alle erzählen,
wie cool das und das ist und guck dir das mal an, dann gucke ich mir das erst recht nicht an, weil es ist dann zu viel und so, ja, ja, ist gut, ist gut. Und dann hatte ich halt einen Auftrag und ging hin und ich sah diese Rolle und dachte, krass, krasse Stimme, ist ja fast so wie meine, im O, super Schauspieler. Und dachte nur, ey, was ist das für eine geile Story? Die haben da irgendwie, ich kann mich nur erinnern, wie Drogen kochen im Wohnmobil. Und dann hat er ihn rausgeschmissen, ihn in der Wüste ausgesetzt. Ich dachte, boah, das ist ein geiler Scheiß, was ist das bitte? Auf der Dispo stand auch nicht Breaking Bad, weil da gibt's immer irgendwelche Codenamen damit, keine Ahnung, Geheimhaltung, Verschwiegenheit, ich weiß nicht was. Und dann meinte ich mal, was ist das für eine geile Serie eigentlich? Dann meinte der Regisseur, ja, ist Breaking Bad. Ah, das ist Breaking Bad. Okay, dann muss ich mir die jetzt mal angucken. Und dann hatte ich mir die auch angeguckt und durchgesuchtet. Also auch eine super Rolle, wahnsinnig viel Spaß gemacht. Aber überhaupt bei so Projekten dabei zu sein dann. Was glaubst du, warum diese Serie so erfolgreich ist? Das ist eine gute Frage. Es ist einfach eine geile Geschichte. Dieser Loser-Geschichtslehrer Walter White, der einfach seinem Tod ins Auge blickt. Und dann so abgeht, ich glaube, das wünscht sich jeder auch für sich selber, einfach so eine Verwandlung durchzumachen. Einfach zu diesem, weiß ich nicht, diese Verwandlung zu diesem Heisenberg, zu diesem krassen Drogenbaron, die war einfach so gut erzählt. Dann auch dieses ganze seltsame Umfeld, auch dieses Albuquerque, dieses Auto, was der fuhr, das war alles so gut geschrieben und gut gedreht. Das hatte alles so eine ganz seltsame Ausstrahlung und ich glaube, das weiß ich nicht, das sind so kleine Sachen, die man so unterbewusst spürt und sowas hat dann einfach Erfolg. Du hast Casey Affleck unter anderem in Interstellar gesprochen. Warum bist du nicht seine feste Stimme? Das ist so eine Sache heutzutage mit Feststimmen. Entweder dieser Typ muss ein absoluter Superstar sein, dann heißt es immer, ja, der muss auf jeden Fall immer vom selben gesprochen werden. Sowas gibt's ja. Aber irgendwie habe ich auch das Gefühl, bei vielen Sachen wird gar nicht mehr recherchiert. Ich hatte Casey Affleck nicht nur in Interstellar gesprochen, sondern auch irgendwie Drowning Mona. Das war ein Film, ich glaube, ich weiß nicht, ob es der erste Film war, wo er mitgespielt hatte. Da hatte ich ihm meine Stimme geliehen und dachte, krass, weil die haben mir damals eine DVD zugeschickt oder ein Video, ich weiß gar nicht. Hab mir das angeguckt und die meinten, ja, schau dir das mal an, hör dir mal die Stimme von dem Typen an. Und es war wirklich das allererste Mal, dass ich gesagt habe, krass, der klingt wie ich. Also so, das hatte ich noch nie. Da habe ich in diesem Film gesprochen und kaum wird die Produktion größer, ist es irgendjemand anders. So, dann gibt es aber irgendwelche Leute, die recherchieren dann doch. Und ach, guck mal, der Tim hat den auch mal gesprochen. Ja, ist doch cool, passt, nehmen wir den wieder. Dann war es wieder bei Interstellar. Dann gab es irgendeinen anderen Film, Ain't Them Body Saints, da habe ich ihn gesprochen. Also in drei Filmen oder so. Aber zum Beispiel Assassination of, wie hieß das Ding, mit Brad Pitt? Ja, hier. Bei diesem tollen Western war ich auch beim Probesprechen und es ist auch super, super. Und dann ist genau das Ding, dann gibt's irgendeinen Redakteur, der dann da sitzt und meint, nee, zu kaputt, die Stimme. So. Und dann sitzt du da so, und dann ärgert man sich ein bisschen, weil ich habe mich schon mal gefreut, einen festen Charakter zu haben, aber das ist heute irgendwie nicht mehr so. Glaubst du, das kommt noch? Keine Ahnung, vielleicht, wenn ich älter werde, ich weiß es nicht. Was ist eigentlich schwieriger, Anime- oder Realfilmsynchronisation? Kann man gar nicht sagen. Kann beides super schwierig sein. Ich sag mal immer so, wenn das Original richtig gut ist, dann ist es easy. Dann ist alles easy. Dann ist auch so ein absoluter Artefilm. Das mache ich auch total gerne. Ganz ruhige Töne, wo man sich wirklich reinknien muss, wo du wirklich richtig spielen musst. Das liebe ich. Das macht auch total Spaß. Und es fällt mir leichter als irgendein Trashfilm, wo die Schauspieler grottig sind. Und die musst du dann sprechen. Das finde ich sauschwer. Also wenn das Endergebnis vom Original schon super ist, ist es leichter, das ins Deutsche zu übersetzen oder ja, das rüberzubringen, als wenn es so ein grottiger Trashfilm ist. Das ist also, ja, das Original muss gut sein, dann macht beides Spaß. In American Gods sprichst du Pablo Schreiber als Matt Sweeney. Erzähl mal von den Synchronaufnahmen. Das war so ein Ding, da kam ich zum Casting und ich sehe diesen Typen und sehe so einen riesen Muskelprotz und denke so, ja, witzig, okay, wer kam jetzt auf die Idee, mich da zu besetzen? Der hat ja auch eine richtig tiefe Stimme, der hat richtig Bässe drin gehabt und so. Und dann war das so eine typische Situation, so dann dachte ich, ja, okay, gut, ich mache das jetzt hier, dann können wir das unter Ulk verbuchen und ich fahre wieder nach Hause. Cool, dass ihr an mich gedacht habt, aber
wir wissen alle, was abgeht. So. Ich werde es nicht kriegen. So. Das war so gemeint. Und dann kam der Anruf, ja, der Kunde möchte dich. Und ich so, bitte? Ja, dann dachte ich so, ja, okay, fährst du mal hin, machst du das. Und im Endeffekt hat es so einen wahnsinnigen Spaß gemacht, weil er einfach ein geiler Charakter ist. Dieser durchgeknallte Kobold auf der Suche nach seiner Münze und dieser geile, dreckige Charakter, ne, der war ja wirklich die ganze Zeit nur fuck, fuck, fuck. Das hat mega Spaß gemacht und ist auch irgendwie ganz gut geworden. Also irgendwie, Kollegen meinten auch, ja, fand ich ganz gut, habe ich gefeiert, so, das freut mich natürlich dann auch, weil man zweifelt ja immer. Also im E-Fall sollten auch Leute, die im kreativen Bereich arbeiten, Künstler, finde ich, immer an ihrer Arbeit zweifeln, dann wird es, glaube ich, ganz gut. Ja, und da war ich eigentlich nur am Zweifeln, aber Spaß gemacht hat es auf jeden Fall, Mann. Du hast eine sehr markante Stimme. Ist das eher ein Fluch oder ein Segen? Beides. Das ist wie Alf, das habe ich immer gesagt, Tommy Pieper, der hat dann irgendwie, keine Ahnung, wie viele Staffeln Alf gemacht und danach war einfach alles, was man gehört hat, ist doch Alf. So, ne? Das ist, glaube ich, echt schwierig so. Und also Fluch und Segen, deshalb Segen, weil es halt wahnsinnig markant, du wirst halt immer rausgehört und das ist doch Tim. Und Fluch vielleicht, weil viele Redakteure oder so können sich das nicht vorstellen, was die Stimme auf denen, nee, das geht ja gar nicht. Es sei denn, die ist im Original so ähnlich, aber oft heißt es, nee, zu kaputt. So, ja, okay, gut, dann halt nicht. Gibt es ein bestimmtes Rollenprofil, für das du oft besetzt wirst? Also in den letzten Jahren hat sich das ganz schön geweitet, das Fach so. Da kam wirklich alles dazu. Aber früher wusste ich ganz genau, wenn ich zum Synchron komme, schwarz, fett, durchgeknallt oder alles drei zusammen. So, ne? Ja, also waren meistens Komödien. Ja, und immer die crazy durchgedrehten Charaktere, was mir auch total Spaß macht, weil man da schön Gas geben kann. Ich liebe auch so eine seltsame Komödien. Ich mag sowas total gerne. Auch so als Konsument, ich mag mir das gerne ansehen. Ja, aber jetzt, wie gesagt, und in den letzten Jahren kamen dann so Sachen dazu, wie Matt Sweeney. Und wenn man dann sowas erst gemacht hat, dann, weiß ich nicht, dann weitet sich das noch mehr aus. Das verhält dann auf einmal, ist es irgendwie alles so. Du bist auch als Rapper T. der Bär aktiv. Wie kam es zu dem Namen? Das ist eine gute Frage. So Namen sind ja immer so eine Sache. Ich weiß auch gar nicht, wie ich auf den Namen kam. Ich glaube, ich mache viel Beats einfach so, ich produziere Beats und habe für meinen Neffen, der auch gern rappt und übrigens auch Tonmeister ist, beim Synchron, wir arbeiten manchmal oft zusammen, das ist mega geil. Und für den habe ich mal Beats produziert und habe einen Ordner erstellt und brauchst du irgendeinen Namen, habe T. der Bär hingeschrieben. So. Und da bin ich T. der Bär, keine Ahnung. Viele denken immer, das sind Kinder-CDs oder so, wenn die das so, T. der Bär klingt wie so ein Interpret für Kindermusik. Ja, aber mein Gott, Namen sind Namen, an die gewöhnt man sich. Und ja. Bist du auf Tour? Nee, gar nicht. Ich habe früher viel getourt, aber ich find's zu anstrengend, weil ich bin 41 und ich kann einfach nicht mehr 600 Kilometer fahren, um dann vor 17 Leuten zu spielen und dann in einer Jugendherberge zu pennen. Für mehr reicht's nicht. Also ich habe kein Riesenlabel. Ich mache so echt Nischenmucke. Ich mache das, was mir gefällt. Und wenn man dann nicht noch irgendwie groß die Werbetrommel rührt und so, dann woher sollen die Leute deine Musik kennen? Und dann kommen auch nicht ewig viele zu deinem Auftritt. Und deswegen lasse ich das auch sein mit dem Touren. Ab und zu vielleicht jetzt so kleinere Club-Gigs in Berlin, super gern. Aber wenn man auch so viel zu tun hat, also wie gesagt täglich Arbeit, ne, und Kind, und das kann man sich einfach nicht mehr erlauben, wenn man nicht wirklich tierisch absahnt bei einer Tour und wahnsinnig viel Geld macht, dann macht man das einfach nicht mehr. Ja. Wie kamst du zum Rappen? Ach, das mache ich schon ewig. Ich habe 1986 oder 87 kam Beat Street. 85 kam der in die Kinos, 87 lief der im Fernsehen. Ich durfte damals nämlich noch nicht ins Kino den gucken. Hab den dann im Fernsehen gesehen und dachte, ey, was ist das bitte? Was ist das? Was ist das für eine Musik? Was machen die da? Warum haben die so coole Trainingsanzüge an? Warum wirbeln die auf dem Boden rum? Wieso haben die coole Kassettenrekorder auf den Schultern? Aha, das ist Rap. Okay. Und dann ging das auch los. Da gab es im Osten die erste Gruppe, Crew, die hießen Electric Beat Crew. Und ab da war das meine Musik.
So, und ab da habe ich eigentlich gerappt. So, ich habe dann mit 12 oder so angefangen, kurz nach der Wende mit eigenen Texten, die natürlich mega peinlich waren. Und auch schon so experimentiert mit Music-Trackern auf den ersten Computern und so. Ist dabei immer geblieben. Ist einfach eine wahnsinnig geile Musik. Und ich finde auch, über die Musik kommt man, weil Hip-Hop vereint irgendwie alles, ne? Also durch das Samplen und so hat man sich dann gefragt, warum ist der Track so geil? So, und dann kriegt man raus, aha, das ist eigentlich irgendwie ein Blues-Riff von dem und dem Musiker, dann kommst du auf Muddy Waters, dann kommst du irgendwie auf Nat King Cole, dann kommst du auf diese ganzen Leute und dann erweitert sich dein Musikhorizont. Und dann kommst du von Jazz auf Blues, dann kommst du auf Soul, dann kommst du Rock. Und deswegen finde ich Hip-Hop einfach eine geniale Musik, auch immer noch. Und kann mir nicht vorstellen, damit aufzuhören. Ne? Also, gerade auch jetzt, wo die Kultur immer älter wird. So ein Jay-Z, der ist auch 50, Method Man, der ist 46, 47. Ich glaube, man kann einfach jetzt auch weiter rappen, ohne dass es so mega peinlich ist. Deine Themen müssen sich halt nur ändern. Ja. Was macht dir am meisten Spaß? Schauspiel, Synchron, Hörspiele oder Musik? Ich finde alles mega geil. Also ich sage nur jeden Tag, ich bin mega dankbar, dass ich diesen Beruf machen darf, dass es auch bis jetzt klappt, dass es nicht weniger wird, sondern eher noch, dass man wirklich so eine kleine Karriere aufbaut, dass man immer mehr machen darf. Schauspiel ist natürlich auch mega geil, weil du stehst halt vor der Kamera und darfst einen Charakter spielen, darfst den formen, darfst den ausbauen, darfst den entwickeln. Aber Synchron ist halt auch total geil, weil du darfst Sachen machen, die werden hier gar nicht gemacht. Ne? Also jetzt langsam fangen sie an, coolere Sachen zu produzieren, aber weiß ich nicht, ich habe ja fast auch nur so in Soaps oder Komödien oder seichten deutschen Produktionen mitgespielt. Ich habe ja nie was Cooles wie Four Blocks gemacht oder so, was auch total Spaß macht, aber das gab's damals einfach noch nicht. Und ich glaube, dafür habe ich auch dann viel zu viel diesen Ruf von so einem Soapy gehabt oder so, was hier super schnell geht. Und beim Synchron darfst du halt einfach alles machen. Ne? Du gehst morgens zu einem Termin, da bist du halt ein Trickfilmschwein und abends bist du halt Casey Affleck in Interstellar oder bist irgendein Mafia-Typ. Das ist super geil. Und dann ist der Beruf noch viel entspannter, Synchron. Du fährst hin, du kannst in der Jogginghose hinkommen, du wirst nicht geschminkt, du kommst sofort ran, du machst 2 Stunden deinen Job und fährst zum nächsten Job und sitzt nicht noch 8 Stunden in deinem Wohnwagen und wartest, dass du endlich dran bist. Und das noch irgendwo in Köln oder so und bist nicht zu Hause. Das ist das Geile an Synchronen und an Hörspielen und was weiß ich. Also es macht alles super viel Spaß. Du hast die Hyäne im neuen König der Löwen gesprochen. Wie waren die Synchronaufnahmen? Ja, super cool. Also überhaupt das in so einer Produktion, dass man das alles mitmachen darf, da freue ich mich immer. König der Löwen war in dem Sinne geil. Es war auch wieder Axel Malzacher. Der macht ja diese ganzen Riesenproduktionen. Und da kamen wir auch wieder auf Haku, da haben wir uns halt totgelacht, so, weil ich komme mit dem eigentlich ganz gut klar. Ich mag den sehr gut, er macht eine tolle Arbeit, weil der sich echt so festbeißt, genau weiß, was er will. Und man kann wirklich, also man muss auch bei Axel und bei diesen ganzen Produktionen, musst du immer super präsent sein. Du musst halt immer Kopf anhaben, du musst sofort umsetzen können. Du musst halt wirklich auch genau umsetzen, was der da hinten will. Und das macht total viel Spaß, weil danach ist man so ein bisschen ausgelaugt. Und das macht total Sinn, finde ich auch bei dem Beruf, sich so reinzuknien und wirklich alles zu geben, dass du da irgendwie eine gute deutsche Umsetzung kriegst. Und dann war da noch die Hyäne. Ach, das war super cool. Es hat wirklich viel Spaß gemacht, ja. Deine Schwester Peggy ist ja auch Synchronsprecherin und Regisseurin. Sprecht ihr privat viel über eure Projekte? Ach klar, total. Also man kommt da gar nicht umhin, wenn man sich mal trifft so, und so Erfahrungen austauschen. Kennst du den und den? Wie war's? Und klar, wenn du den ganzen Tag irgendwelchen Studios rumhängst, dann ist es natürlich auch Gesprächsthema. So, ja, auf jeden Fall. Gab es Kollegen, von denen du besonders viel gelernt hast? Ich muss sagen, so ein paar Kollegen, die man früher auch immer getroffen hat, mit denen man auch früher sehr oft noch zusammengesprochen hat, und die jetzt hier alle mittlerweile auch schon so feste Größen sind, keine Ahnung, Robin Kahnmeier, Tobias Müller und diese ganze Riege. Da sind ja noch 1000 andere Namen, die könnte man jetzt noch nennen, aber ja, von denen habe ich auf jeden Fall viel gelernt, weil Tobi hat ja auch viel Regie gemacht und hat ja auch schon früh angefangen zu texten und so. Und
da hat man sich ab und zu mal einen Rat abgeholt und oder mal einen Tipp und wie machst du das da und wie sind deine Arbeitsabläufe und ich glaube, da habe ich mir einfach auch so ein bisschen, bei Tobi habe ich mir so ein bisschen Mut geholt, auch mal selber anzufangen zu texten, weil ich hatte davor immer wahnsinnig viel Respekt, ne? Weil über die Bücher meckert man immer als Erster, weil die Autoren sind nie da und man kann auch wahnsinnig viel falsch machen, ne? Und das, ich finde das einfach wahnsinnig schwer. Aber jetzt irgendwie mittlerweile, wenn man so ein bisschen Selbstvertrauen hat und einfach auch mit der Sprache ganz gut umgehen kann, dann macht es total viel Spaß, selber so ein Buch zu kreieren und irgendwie den Leuten die Sprache in den Mund zu legen. Ist ja auch nicht alles in Stein gemeißelt. Kann ja im Studio auch alles noch verändert werden, wenn es irgendwie nicht gefällt. Aber von denen habe ich mir ja viel Mut und viel Tipps abgeholt, ja. Gibt es einen bestimmten Schauspieler, den du ausgesprochen gerne sprichst? Matthew Lee Jones heißt der Gute. Das ist auch der, der den Badger gespielt hat in Breaking Bad. Es ist auch gar nicht, dass der jetzt noch so viel macht und man den immer so viel als Realperson spricht, sondern der Typ macht auch im Original ganz viele Cartoon-Figuren. Und ich habe im Zuge dessen, dass ich ihn bei Breaking Bad synchronisiert habe, die geilsten Cartoon-Figuren gesprochen, weil man immer recherchiert hat. Wer hat den bei Breaking Bad gesprochen? Oder viele haben auch gar nicht recherchiert, sondern nur die Stimme gehört. Oh, krass, kaputt. Nehmen wir Tim. Und wie gesagt, dieses Schwein bei Pickup Banana Cricket oder egal. Der macht jedenfalls viele, viele verrückte Cartoon-Figuren, wo man sich total ausleben kann. Und das habe ich dank dieser Badger-Rolle bei Breaking Bad, kriege ich jetzt immer wieder diese völlig verrückten Cartoon-Figuren. Ja, deswegen liebe ich diesen Typen. Leidest du mit, wenn deine Rolle leidet? Ich sag, ja, das ist, was ich vorhin meinte, wenn das Originalprodukt gut ist, auf jeden Fall. Also wenn es wirklich gut gespielt ist und eine gute Atmosphäre herrscht, so in dem Studio, dann kann es schon mal krass werden. Wenn es emotionale Szenen gibt, dann können dir auch die Tränen kommen oder so. Klar, logisch, wenn man sich da richtig reinfallen lässt. Ja, klar. Gab es ein Projekt, das für dich eine besonders große Herausforderung war? Oh ja, da gab es eine Menge. Ich kann mich erinnern an Star Wars Rogue One. Da habe ich den Piloten gesprochen. Und der war krass. Ey, der war einfach krass. Also der hat wahnsinnig schnell gesprochen. Und der war so hibbelig und ganz komisch. Es hat total viel Spaß gemacht. Fiel mir auch nicht schwer. Aber es war eine Herausforderung, weil da musstest du auch wirklich den Kopf volle Kanne anhaben und total dabei sein, damit das irgendwie wird. Und dann kann ich mich noch an eine Rolle erinnern, das war bei Beate Klöckner. Das ist eine ziemlich strenge Frau auch. Die macht meistens nur so französische Arte-Filme. Und bei der hatte ich eine Rolle Jean-Paul Sartre als junger Mann. Und ist jetzt auch nicht so, dass es mir wahnsinnig schwer fiel. Der Typ hat auch ganz schnell gesprochen, was ich liebe. Ich liebe schnell sprechen. Deswegen heißt es bei mir auch immer breiter, breiter, komm mal runter, langsam, langsam. Aber ich weiß nicht, die Haltung, die der gespielt hat, dieses, das ist schwer zu sagen. Das ganze Umfeld, ne, dieser, ja, wie soll man das beschreiben? Diese Zeit, die Sprache, dieser Charakter. Und dann kam noch dazu, dass ich am ersten Aufnahmetag 3 Stunden zu spät kam, weil ich hatte zu der Zeit viel gedreht und die Aufnahmen waren an einem Wochenende und ich habe mir einen Wecker gestellt. Irgendwie klingelt der denn nicht? Und dann irgendwann klingelte mein Telefon. Ich so, krass, was soll denn das jetzt? Und gehe ran und sehe nur die Uhr 11 Uhr. Wir wollten irgendwie um 8, glaube ich. Und dann war, oh Gott, dann bin ich so schnell bin ich noch nie durch die Stadt gefahren. Und ja, und Frau Klöckner, wie gesagt, ist, wie soll man das beschreiben? Ist eine strenge Frau oder weiß auch, was sie will und ist nicht ganz einfach. Wir kommen super klar, aber da herrschte eine Stimmung wie in einem Eispalast. Ist ja klar, ne? Ich habe die 3 Stunden warten lassen und es ging nur an diesem Wochenende und ich sollte das sprechen. Und das war eine Herausforderung mit dieser Stimmung und dieser Schuld, die ich hatte, irgendwie da befreit, diesen Typen zu spielen, ja. Dein Tipp für Nachwuchssprecher? Ja, nicht beirren lassen. Erstmal
immer weitermachen. Ich glaube, der einzige Tipp für Newcomer-Sprecher ist, mach Ensemble. Guck, ob dir das überhaupt liegt. Und ja, das ist der einzige Tipp. Ensemble machen und gucken, ob das überhaupt was für einen ist. Ne? Weil eigentlich ist es, ich glaube, die Schwierigkeit für Newcomer ist diese ganze Technik. Dieses 1, 2, 3, dann kommt das Bild, dann musst du dich darauf konzentrieren, dass es genau die richtige Breite hat. Dann musst du dich noch irgendwie auf die Mundbewegung konzentrieren, dann noch aufs Spiel und dann noch das umsetzen, was der Regisseur oder die Cutterin oder der Cutter sagt. Das ist alles, und da das im Kopf zu behalten, das ist alles Übungssache. Das ist alles so Technik. Wenn man das drin hat, dann kann man sich aufs Spiel konzentrieren und dann geht's wunderbar. Was wünschst du dir für die Zukunft der Synchronbranche? Ach, ich wünsche mir einfach, dass es einfach so bleibt. Dass die weiter so zu tun haben, auf jeden Fall. Und dass wir nicht irgendwann ersetzt werden durch irgendwelche Computeralgorithmen. Das wünsche ich mir für die Zukunft der Synchronbranche. Eine witzige Anekdote zum Schluss? Die witzigsten Anekdoten sind immer, als wir noch alle zusammensprachen. Und es gab einen Film, den haben wir gemacht bei Boris Tessmann. Er hat Regie gemacht. Wir waren so eine Fußballtruppe. Und wir waren im Bus und sollten so durcheinander, ne, hinten so eine Schleife. Man hörte die halt die ganze Zeit labern. Und so, ja, und macht mal da, ja, unterhaltet euch irgendwie. Ihr könnt doch improvisieren, aber keine Schweinereien, nicht? Und dann so, ja, okay, gut. Und dann war es immer so durcheinander. Und der letzte Satz immer, der rausstach, war immer halt total versaut. Irgendwie, keine Ahnung, deine Eltern sind Geschwister! Dann so, oh nee, ihr sollt doch sowas nicht machen, ne? Ich sag auch nicht, wer das immer war. Aber, und immer als letztes, immer als letzter Satz, der immer rausstach, kam immer irgendeine versaute Nummer so. Und wir haben diesen Take, glaube ich, so 12, 13 Mal gemacht. So eine Nummer. Es gibt bestimmt Tausende, aber das ist so im Kopf geblieben.